Moin allerseits und willkommen zurück zu The Witcher 3 und ich merke, ich bin überlastet. Warum bin ich überlastet? Was habe ich denn aufgesammelt, dass ich dann plötzlich überlastet bin? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann interessanterweise rennen. Das ist gut. Das ist gut. Vor allem auch gut, dass ich endlich mal wieder hier die Witcher-Videos mache. Das habe ich ja die letzten paar Tage nicht gemacht. Der Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich? Wladimir von Everreck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer. Und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen blieb? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln, aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er. Egal, wie sehr du dir es auch wünschst. Tja. Pech gehabt oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte was anderes sagen, aber das ist mir irgendwie dir sofort entfallen. Warum? Unsinn. Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller, treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachahmer. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu. Und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller. Aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen.
Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Sunny, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Tim kann ja ein ziemlicher Spiegelverderber sein. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Lass gut sein, ich glaube dir. Amüsiere dich wieder, die Zeit wird knapp. Na, hat sich der Flammenspucker nicht schon längst wieder angezündet? Schon wieder angezündet? Er hat sich doch noch gar nicht angezündet. Aber egal, hat er sich noch nicht angezündet, weil das wäre eigentlich ganz nett, wenn doch. Was mache ich denn hier? Schwein, schub mich nicht weg. Was mache ich denn jetzt hier? Ist doch gar nichts. Nein. Soll ich mit dir reden? Hallo, stehen bleiben. Hallo? Kann es noch schlimmer kommen? Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nein. Ach, mit euch reden. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Wird doch mit Leichtigkeit funktionieren, oder nicht? Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Was hast du gesagt, Bauer? Ich? Nichts. Gut, belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Na hey, wenn ich Schafe vor mir hertreiben kann, dann kann ich auch ein Schwein vor mir hertreiben. Auch wenn das Schaf in einer komplett anderen Richtung dann gelatscht ist. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst dann mach ein Foto. Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Hallo? Komm, kleines Schweinchen. Der Pferd wartet schon auf dich. Das Schwein bewegt sich nicht so, wie ich dachte. Doch, jetzt. Komm, rein da. Rein mit deinem dicken Hintern. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Ja, und das nächste wird zu Schinken verarbeitet. Hallo? Beweg deinen Schinken dahin. Na, geht doch. Sonst noch was? Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Na toll. Ein Leben, Schinken. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Ist ja fast wie auf dem Jahrmarkt hier. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Mhm. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralts Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch,
Je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Evereck. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit! Sabotiere mich nicht, Charmy. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Ich glaube, Shani mag es, irgendwelche Sachen zu verderben. Kann das sein? Ist irgendwie ganz gut so in Hinsicht, dass das hier nicht Geralt, sondern Wladimir ist. Sag mal, der Spruch ist sowas von, ne? Der hat so einen langen Bart, selbst Gandalf wäre ein Witz dagegen. Komm, das hier. Mein Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun, ich weiß nicht, ob... Sag einfach nein. Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Leski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Das ist gut so. Bleibt ruhig, Burschen. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Stopp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Evereck einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Hua! Yeah! Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Pflege. Jetzt wird's interessant. Ja, klar, jetzt hat jeder hier so einen Zaunfall. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Wie blockt man nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Das Maul zu stopfen, verdammter Lustmolch. Sag mal, wer schreit denn hier so rum? Da hinten jubeln die wie Blöde und schreien gleichzeitig Hilfe. Was ist denn mit den Leuten kaputt hier? Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste Abreibung? Der verdammte Idiot hat mir die Tracht Prügel meines Lebens verpasst. Habt ihr genug, Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Evereck, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen! Und wer will nichts mehr von ihm wissen? Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen.
Aha. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Meine? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Naja. Ich kann so charmant sein wie ein Ziegelstein im Gesicht. Also, ist das nicht was? Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Bill? Ah, tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Ja, meine. Zeit für noch mehr Spaß. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Ich glaub nicht. Peinlich. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Gegenfrage, warum hast du deine Füße im Wasser? Dann hättest du den Pantoffel auch nicht verloren. Hier vor? Die spielen Sucht den Schuh. Nie gehört? Nö. Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Wie dämlich ist das denn? Sowas. Durch die Mutationen werden sie nicht nur unfruchtbar wie Mulis, sondern ihnen wachsen auch Eselsohren. Möchte wissen, was denen noch alles gewachsen ist. Naja, ich hab einen Ziegelsteinwerfer. Glaube ich. Und wenn ich ihn rausfische? Na, dann ist deine Freundin froh, weil du dann ein gut aussehender, praktischer Kavalier bist. Und das war's? Kein Preis? Nicht mal einen Kuss? Hängt von der fraglichen Dame ab. Wenn sie dir einen geben will, gut. Aber müssen muss sie nicht. Super. Also fische ich jetzt gleich ein Pantoffel aus dem Wasser raus, der natürlich klatschnass ist, und gebe dann dem das Teil dann der Shani? Was soll die mit einer Massen Pantoffel? Was soll die damit? Vor allem, was soll die mit nur einer? Oha. Das war noch nicht alles. Ah. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Pass auf, gleich kommt er mit einem komplett anderen Schuh raus. Sieh her, Shani. Bin voll konzentriert. Ja, klar. Auf was denn? Vor, was?
Aufs Warten oder was? Das nimmt jedenfalls ordentlich auf. Mal sehen, was dahinter steckt. Wo ist das Ding? Hä? Da ist es doch. Sag mal, Shani, du willst jetzt nicht gleich wirklich das nasse Ding anziehen, oder? Das ist ein verlorener Schuh. Das ist aber nicht der Schuh, den ich haben wollte, oder? Was ist denn das? Das war auch ein verlorener Schuh? Das Ding sah aus, wie als er das eine, keine Ahnung, ein Schuh eines Riesen oder so. Aber hier müsste doch noch einer sein, oder nicht? Aber hier ist nichts mehr. Oder habe ich ihn jetzt doch schon aufgesammelt? Ah, da hinten. Der sah aus wie der von Shani, oder? Ich würde mal sagen, ich gehe hoch, bevor ich hier absauf. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Nö, der ist nicht aus Glas. Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Sag mal, warum sprichst du plötzlich so warm? Vielen Dank. Siehst du, wie fix der ist? Sag mal, Flodimir, du hast echt eigenartige Persönlichkeit. Jetzt lass uns was anderes tun. Etwas Wildes. Ja. Eine Haubenzeremonie, ne? Ist richtig wild. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nun, Shani. Ich komme allein zurecht. Hat man ja gesehen. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Muss nicht sein? Und ob das sein muss? Bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Nicht mal, wenn man mich dafür bezahlt. Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles anders. Unter all dem Dung ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Ihr redet zwar weiterhin nur Mist, aber das macht mir nichts mehr. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Doch. Oh, doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren.
geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass ihr ein Paar seid und dass wir euch haben. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Und Vladimir nur so, hey, yeah, jetzt geht's ja voll und so. Was macht der denn jetzt? Was macht der da? Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen. Wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Na, ich schick dir die Arztrechnung. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Evereck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Ich glaube, jetzt wurde er vertrieben. Halt! Aufhören! Oder sowas Ähnliches. Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Der Typ ist der Teufel. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Götter, was ist hier passiert? Was? Wo ist er? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste.
Aber sowas diesmal von. Vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Evereck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Den Apfel kannst du aber mitnehmen. Nö, ich muss los. Ich sollte bald zu Olgir zurückkehren. Oh, so schnell ist es vorbei. Und ich dachte, wir hätten noch etwas Zeit miteinander. Dumm von mir, nicht? Das würde ich nicht sagen. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Na und? Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Was bist du? Bist du jetzt der Teufel oder bist du Engel in Person? Oder was? Hä? Ich kapier den Typen nicht. Wer oder was ist der? Naja, okay, dann. Ich glaube, ich suche dann was, um Shani irgendwie aufzumuntern. Aber das mache ich nicht jetzt, das mache ich dann wohl erst später und bis dahin gucke ich mir einfach mal diesen Typen hier an. Ja. Kratzt die mal schön am Hintern. Deine Frisur sieht immer noch top aus. Genauso wie dein Bart. Die Blumen, die machen das gewisse etwas aus und deine Haltung gerade auch. Ja. Ich glaube, ich mache die Beende, bevor das hier noch bekloppter wird. Bye bye.